Hubert ist ein lustiger Wicht. Er zieht die Mütze bis ins Gesicht. Er hat sogar ein Haustier hier. Das säuft Wasser, er trinkt Bier. Und wisst ihr, was das Haustier ist? Ein Wildschwein und es macht viel Mist. So klingen die ersten Zeilen des Buchs Verrückte Tiere und ihre Abenteuer. Ein Kinderbuch mit 7 gereimten Kurzgeschichten und selbstgemalten Bildern. Ein Gemeinschaftsprojekt von 2 Schwestern. Den Ursprung der Idee für das Kinderbuch hatte die Freisingerin Franziska Springer bereits als 12-Jährige. Also es war gar nie irgendwie geplant, dass das jetzt ein Buch wird oder so, sondern es war eigentlich so, dass meine Schwester das zu Hause gezeichnet hat und ich saß daneben, habe mir das angeschaut und ich fand es irgendwie witzig. Ich fand diese Figuren, die hatten irgendwas und ich habe mir dann eine Geschichte dazu ausgedacht, habe so angefangen, habe mir so ein paar rausgepickt und mir überlegt, was könnten die so machen, eine Handlung aufgeschrieben und eigentlich erstmal so hingekritzelt. Die Zeichnungen und die Texte sind dann erstmal für über 10 Jahre in der Schublade verschwunden, bis sie Franziska eines Tages wiederentdeckt und ihr die Idee nach dem Buch kommt. Und sie hat Erfolg. Direkt der erste Verlag möchte ihr Buch rausbringen. Im letzten Jahr hat sie es sogar auf die Leipziger Buchmesse geschafft, um ihr Buch dort vorzustellen. Trotzdem hat sich mein Leben dadurch jetzt nicht irgendwie wesentlich verändert. Es ist alles beim Alten geblieben und natürlich ist es irgendwie schön, wenn man mal irgendwie auf der Buchmesse ist und dann steht das Buch da oder in der Buchhandlung steht das Buch da. Oder ich hatte jetzt auch schon eine Lesung hier in Freising, die auch bei den Kindern gut angekommen ist. Das ist, natürlich freut man sich da, das ist total schön. Obwohl die Nachwuchsautorin stolz über ihren Erfolg ist, sie möchte sich jetzt erstmal voll und ganz auf ihren Master in Ingenieurökologie fokussieren. Ein weiteres Buch ist deshalb erstmal nicht in Planung.